Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vortrag von Marc und Momo. Einmal einen herzlichen Applaus für unsere Referenten. Und das Thema heute ist, was ihr schon immer einmal über Glasfasern wissen wolltet. Und in die Geheimnisse dieser Glasfasern werden wir jetzt eingeführt und ich übergebe hier einfach ohne Umschweife direkt an Marc und Momo. Viel Spaß! Zweimal Applaus ohne Anfang, nicht schlecht. Ja, dann braucht man nachher keinen mehr. Vielen Dank! Ich brauche mein Handy dazu, weil da ist der erste Slide, ist mein Spickzettel, was ich euch erzählen soll am Anfang. Wir hatten letztes Jahr einen ganz amüsanten Talk mit euch. Ich weiß nicht, wer von euch da war, wer es noch in Erinnerung hat. Nochmal Hände hoch hier, wer war letztes Jahr da? In guter wie in schlechter Erinnerung. 22:30 Uhr, wir müssen noch den Blutdruck ein bisschen wieder nach oben bringen, bevor ihr einschlaft. Sehr schön. Genau. Mein Handy wieder drehen. Sonst geht das nämlich nicht mit diesem. Genau. Wir sind auch heute wieder mitten in der Primetime, so wie letztes Jahr bei GZSZ. Heute sind es die Tagesthemen. Ich weiß nicht, haben wir jemand von der ARD da? Der SWR ist vorhin draußen rumgesprungen. Nicht. Keiner mehr da. Okay, schade. Unser dritter Talk, den wir heute zusammen haben. Wir hatten uns lange Zeit überlegt, ob wir dieses Mal wieder irgendwie schlechte Wortwitze einbauen mit Hamstern oder sonst irgendwas und haben drauf verzichtet. Auf die Hamster. Vielleicht. Auf die Hamster, genau. Deswegen wollten wir euch nicht vorenthalten, dass wir heute beide zusammen als Marc und Moritz hier sind. Ja, wir kennen uns jetzt vielleicht 3 oder 4 Jahre, ja, und er kennt mich offensichtlich nicht gut genug, um zu wissen, dass meine Eltern diesen schlechten Max- und Moritz-Witz vor einigen Jahren bei meiner Geburt gemacht haben. Insofern, ja, nice try. Genau. Ansonsten ganz kurz zum Persönlichen. Ich vergesse immer reinzuschreiben, Marc Helmus verheiratet, 3 Kinder, keine Haustiere. Ansonsten im Thema der Übertragungstechnik Infrastruktur tätig. Man findet mich bei Twitter oder bei Threema. Schreibt mich da gerne an, müht mich zu mit Spam. Und ansonsten ganz markantes Thema ist optischer Transport und halt irgendwie das Thema Infrastruktur für einen großen deutschen Carrier. Ja, ich Single, keine Haustiere, keine Katzen, gar nichts. Mach auch was mit Netzwerk, wobei mittlerweile eigentlich eher so diesen ganzen Management-Kram drumrum. Aber ab und zu mache ich auch noch Internet auf die Winter-GPN. Mit natürlich einigen anderen, wie man vielleicht gesehen hat. Genau, Twitter, Mail, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ganz neu in diesem Jahr, wir haben ein Zertifikat von der Bundesnerdagentur. Mit von da. Geil. Genau. Schön. Ganz nebenbei. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit den Grundlagen. Wir hatten euch letztes Mal ein bisschen was über DWDM-Netze erzählt, hatten da sehr, sehr viele Rückfragen bekommen. Ganz weit vor dem DWDM, vor dem optischen Transport, hängt typischerweise die Faser, das Fasernetz, das Weitverkehrsnetz. Dazu hatten wir euch letztes Jahr schon mal so ein bisschen dieses OSI-Modell aufgeteilt in seine Einzelfakten. Typischerweise der GR0 ist aufgeteilt in Wegerechte, Trassenrohre, Kabel, Fasern. Es sind noch keine blinkenden Bauteile dabei, das ist die blanke Physik. Das ist irgendwie ein Stück Kabel, halt irgendwie ein Wegerecht und so weiter. Wir hatten letztes Mal relativ viel über das Thema WDM erzählt. Da gibt es verschiedene Ausprägungen, da kommen wir nachher im Einzelnen nochmal da drauf. Im GR2 finden wir typischerweise den Bereich Ethernet-Transport, also das ganz klassische Switching, was wir irgendwo da drin haben. Im GR3 kommen wir dann in die Vermittlungsschicht oder GR2,5, da kann man drüber streiten, in MPLS, wo sich das findet. Und dann geht das Ganze so in die höheren GR und das nennen wir am Ende des Tages vielleicht einfach liebevoll Packet Overhead. Und der GR8, den wollen wir nicht weiter diskutieren. Oder auch immer noch nicht, seit letztem Jahr haben wir uns darauf irgendwie festgelegt. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an mit so einer wunderschönen Glasfaser und jemand auf Wikipedia war nicht genug, da ein wunderschönes Foto zu machen. Die Glasfaser, die ihr jetzt mal so als Patchkabel vielleicht schon mal in der Hand hat, ich weiß nicht, wer hatte schon mal so ein Glasfaser-Patchkabel überhaupt in der Hand? Okay, krass. Aber es gibt noch Jungfrauen, das ist schön. Heißt ja, man soll ja nicht immer nur dem Chor beten, aber trotzdem. Gut, die eigentliche Glasfaser ist das Ding und auch nicht mal ganz. Kommen wir gleich zu, was in diesem optischen Kern sich verbirgt. Drumherum hat man dann meistens eine primäre Beschichtung, einfach, dass dieses Ding so ein bisschen eine Flexibilität hat, nicht beim ersten Dranschnippen kaputt geht.
Danach haben wir eine Verstärkung, das ist meistens eine Kevlar-Faser, also einfach ein relativ nerviges Stück Schnur, das, glaube ich, jeden, der so mal schon mal eine Glasfaser aufgeschnitten hat, ziemlich nervt. Gibt es aber dann je nach Ausführung von Glasfaser natürlich auch noch in ganz anderen Arten von Beschichtung. Da kannst du Metall reinmachen, alles mögliche Metallfasern, je nach Ansatzpunkt. Und dann drumherum kommt entweder ein Mantel oder auch nicht. Wobei das jetzt sich auch nur für die ganz normalen Patchkabel hier so klassifizieren lässt. Wenn man jetzt eine Faser im Boden verlegt, dann haben wir quasi nur diesen optischen Kern, irgendeine Form von Mantel drumherum und die dann vielleicht in irgendwelchen Bündeladern, mehrere Bündel davon und darum dann irgendwelche Verstärkungen drin. Optischer Kern kann man sich im Endeffekt so betrachten, ja, das ist ein Querschnitt, das heißt, ne, oben und unten ist das Gleiche. Wir haben einmal dieses Kernglas selber, das sind so 8 Mikrometer, 9 Mikrometer im Durchmesser, je nachdem, was man da gerade treibt. Und drumherum haben wir einen Cladding. Das ist eine Glasbeschichtung. Ich komme gleich dazu, warum die wichtig ist. Ohne die würde das Ganze nicht funktionieren. Wenn man dieses Ding jetzt so pur quasi hat, nur Kernglas und Mantelglas, kann ich gegen die Glasfaser schnippen und das Ding ist sofort gebrochen. Dass das nicht passiert, macht man dann irgendeine Schutzschicht drumherum. Das ist meistens irgendeine Form von Plastik. Was auch immer da gerade der Hersteller am Start hat. Genau. Und dadurch kriegt die Phase überhaupt ihre Flexibilität, dass wir die in irgendeiner Form verwenden können. So, wir brauchen diese wundervolle Schutzschicht, wie vorhin schon mal erwähnt. Denn wir haben den Kern und das Cladding außenrum mit unterschiedlichen Brechungsindizes. Der Brechungsindex ist im Endeffekt, wie sich das Licht in diesem Medium bricht. Der Brechungsindex im Kern ist größer als der Brechungsindex im Cladding und das ist quasi die Grundvoraussetzung für ein physikalisches Phänomen. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, dass es ein Phänomen ist, weil ich habe Physik mit einer 5. Naja. Genau. Jedenfalls, wenn wir diese Grundeigenschaften haben, dass der Brechungsindex im Core größer ist als im Cladding, dann haben wir bei einem Übergang von dem Licht, also quasi wenn es das Licht hier an diese Grenzfläche schießen, würde es nicht, wie wir erwarten würden, hier irgendwie durchgehen, keine Ahnung, Licht im Fenster kommt irgendwie rein, nein, sondern es wird reflektiert. Und zwar, wenn der Winkel passt, haben wir eine Totalreflexion. Ich habe jetzt mal auf die ganzen Formeln verzichtet, wie man sich eben den Winkel ausrechnen kann und so weiter. Könnt ihr gerne auf Wikipedia nachlesen, da ist das ganz gut erklärt. Ist irgendwie Arcsinus von den Brechungsindizes geteilt, glaube ich. Genau, und dann wird das hier alles einfach schön durchreflektiert und das funktioniert. Und so können wir im Endeffekt Licht von A nach B überhaupt mal übertragen. Kann man sich auch in echt anschauen. Natürlich ist das dann nicht auf der Glasfaser, weil es kein sichtbares Licht ist. Aber im Endeffekt, so sieht das dann in einem echten Stück Glasfaser aus. Gut. Genau. Licht. Jedes Licht, was ich irgendwo in eine Faser einbringe, hat eine optische Leistung. Darum geht es zum einen, wie hell ist das Licht? Wie hell ist das Licht? Wenn sich so ein Licht durch eine Faser bewegt, dann hat es bezogen auf die Strecke einen gewissen Verlust in seiner Energie. Das kennt man, wenn man als Kind, also meine Kinder machen das ganz gerne, nachts irgendwie im Garten stehen oder nachts sollten sie eigentlich schlafen, aber abends, wenn es dunkel wird, mit so einer Taschenlampe, die man bei irgendwie AliExpress kaufen kann, irgendwie, die macht so gefühlte 3 Megawatt irgendwie, um ein Flugzeug vom Himmel zu holen. Und die finden das halt cool, wenn man da irgendwie mit so einem Licht in den Himmel leuchtet und sagt irgendwie, dass dieser Stahl, der hat halt irgendwie, der geht so ziemlich geradeaus und irgendwann wird er halt so ein bisschen diffus. Das heißt, verliert einfach so ein bisschen an seiner Energie über die Reichweite. Andere Effekte sind zum Beispiel, das passiert halt im Himmel, in Wolken. Wir sprechen hier über eine Fläche von irgendwie einen Durchmesser von 8 bis 9 Mikrometern. Das wird von Gaspartikeln absorbiert und halt entsprechend dann halt in Hitze umgewandelt. Ist aber nicht so, dass die Glasfaser wie so ein Kupferkabel irgendwie warm wird, wenn man da zu viel Spannung drüber schiebt oder sonst irgendwas, sondern ne, wir reden hier im Milliwattbereich. Also das ist nur Energieerhaltungssatz, die Wärme bleibt da. Ich erzähle was über Physik. Geil. Genau. Ja. Ich habe ja mit Physik in der 10. Klasse aufgehört. Und dann noch eine Radio-Fernsehtechnik-Ausbildung gemacht. Also das hat trotzdem irgendwie funktioniert. Dieser Verlust, der hat auch einen Namen, der nennt sich Dämpfung. Also ganz klassisch, wenn ich halt irgendwie einen Pegel habe, den ich irgendwo typischerweise in ein Medium gebe, dann hat er eine typische Dämpfung eben durch das Medium, wo es sich durchbewegt. Diese optische Leistung, die wird in dB gemessen. Dezibel kennt man aus der Akustik, gibt es aber eben auch in der Nachrichtentechnik allgemein irgendwie als Maß für eine Leistung, respektive irgendwie für ein Dämpfungsmaß. Das Dezibel beschreibt eigentlich das logarithmische Verhältnis zwischen zwei Werten. 3 dB Steigerung entspricht typischerweise einer Verdoppelung der Leistung.
Und die absolute optische Leistung, die wir auf so einem Pegelmesser, sehr empfehlenswertes Gerät allerdings, auch das kriegt man bei AliExpress für kleines Geld und hilft manchmal tatsächlich, wenn man so eine Optik hat mit so einem grauen Interface, kommen wir nachher noch dazu, einfach mal um zu identifizieren, kommt da überhaupt irgendwie Signal raus oder nicht. Und die wird typischerweise in dBm gemessen. Ja, und die absolute optische Leistung, die hat man eben schon gesagt irgendwie, und nur dBm, das ergibt also ungefähr als Referenzmaß 1 Milliwatt und 3 dBm. Ungefähr ziemlich genau. Ne? Nicht ungefähr ziemlich, sondern es gibt halt irgendwie ziemlich genau 1 Milliwatt. Und vorhin hat man darüber gesprochen, wenn ich quasi irgendwie plus 3 dB hinzufüge, dann habe ich halt eine Verdoppelung der Leistung, ergo 2 Milliwatt. Relativ einfach. Genau. Und Moritz Brainfuck, den er vorhin noch reingeschrieben hat, ich finde den Begriff auch immer noch schön. Das ist ein wunderschöner Brainfuck, ja. Genau. Also 0 Milliwatt sind dann eben minus unendlich dBm. Ja, ne? Keine Leistung. Nüscht. Genau. Und wir versuchen darauf zu referenzieren, das wird nichts. Dazu gibt es ein Power-Budget. Diese Transceiver habt ihr wahrscheinlich alle schon irgendwie mal gesehen, irgendwie in der Kiste, die irgendwie eine optische Übertragung hat, ob das jetzt irgendwie ein Multimode oder Single-Mode übertragen hat. Wir dürfen übrigens diese Bilder verwenden. Vielen Dank da an die Flex-Optics. Ja. Genau. Wir haben aber auch nachgefragt vorher, ja? Muss man fairer was dazu sagen. Genau. Nicht so wie letztes Jahr. Genau. Da haben wir es aber nachträglich noch gemacht. Ist ja nicht so, dass wir es vergessen hätten, wir haben es bloß zeitlich verschoben. Genau. So ein Transceiver hat typischerweise einen Transmitpegel irgendwie von 0 dB und hat einen Receive-Pegel, also einen Empfangspegel, eine Toleranz von minus 23 dB. Diese minus 23 dB, man sieht hier schön, das ist ein Transceiver, da steht irgendwo in dem Bereich irgendwie Distance 80 Kilometer, das kann man sich ausrechnen. Da kommen wir nachher nochmal zu so ein paar Kenngrößen. Und darauf ist am Ende des Tages eigentlich zu achten, wenn man sich so eine Strecke anguckt, wie lang ist die, was habe ich für eine Faser drin, was habe ich für eine typische Dämpfung, was für einen Transceiver muss ich da einsetzen, um dieses Gerät quasi oder diesen Link zum Laufen zu kriegen. Genau, auch diese ganz kurz, diese 80 Kilometer oder sonst irgendwas, die jetzt auf diesem Transceiver draufstehen, das ist einfach nur, um das für Menschen, die da jetzt nicht sich in den Dezibels und sonst was auskennen, greifbarer zu machen. Ja? Nur weil auf dem Transceiver 80 Kilometer draufsteht, heißt das nicht, dass ich die mit 80 Kilometer übertragen kriege, sondern wie Marc schon sagte, wir müssen uns eigentlich ausrechnen, was haben wir für ein gegebenes Environment. Und das ist eine typische Entfernung, die ich damit überbrücken kann. Genau. Gut, schauen wir uns mal an, wo wir uns hier befinden. Wir haben hier das optische Spektrum, ja, sichtbares Licht. Irgendwo zwischen 380 und 750 Nanometer. Starbuck hat es ja vorhin schon mal erzählt, er mit seinen Lasern irgendwo bei 850 Nanometer unterwegs. Wir aber eigentlich auch komplett im Infrarot. Das heißt, wir können dieses Licht nicht sehen. Jetzt werden irgendwelche Leute sagen, aber wenn ich in meinen Multimode-SFP reinschaue, bitte nicht machen, dann leuchtet das rot. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass dieser SFP rot leuchtet, sondern es liegt daran, dass eben der Laser oder im Zweifelsfall bei kleineren Bandbreiten die LED eben nicht perfekt ist und deswegen noch so ein bisschen rotes Licht emittiert. Genau. So, also wir haben unsere ganzen Wellenlängen. Wellenlängen sind so eine Kenngröße von den SFPs, was sie da rausbringen. Es gibt aber genauso noch die Frequenz, das man meistens in einem DWDM-Part sieht. Ich habe jetzt da auch wieder was aus der Schule mitgenommen, was ich damals gelernt habe, diese tollen Pyramiden da zeichnen, damit man die Formeln schön umstellen kann. Ja? Uri. Geil, ja? Uri oder jetzt hier C ist gleich Lambda mal F. C ist also unsere Lichtgeschwindigkeit, eine Konstante, die wir gegeben haben. Lambda ist die Wellenlänge und F wäre die Frequenz. Da wird irgendwas im Terahertz-Bereich kommen, wenn wir jetzt hier arbeiten. Und damit können wir uns das eben umrechnen. Man verwendet das eigentlich nur im DWDM-Bereich, weil eben manchmal ein Nanometer, das ist ungefähr ein Saarland, ja, wenn ein Nanometer halt einfach zu wenig ist, um das zu beschreiben, ja, dann muss eben die Frequenz erhalten. Da gibt es bestimmt auch noch ganz andere Gründe dafür, aber am Ende vom Tag versuchen wir es ja hier sinnvoll wiederzugeben. Und so leiten wir uns das, glaube ich, meistens einfach her. Ja. Ich hoffe, es ruft jetzt nicht einer bei Flex Optik an und sagt, irgendwie, die haben gesagt, ich brauche so eine Optik, die ist ungefähr so 2 Saarland oder sowas. Naja, wenn wir jetzt gesagt haben, 1591 Saarland, das wäre okay, weil das ist ja, egal, kann man rechnen. Gut, ja. Genau. Faustformen. Man kann sich sowas ganz grob errechnen, wenn ich heute sage, irgendwie, ich habe ein Netz irgendwie und ich brauche quasi eine Strecke irgendwie. Die ist 100 Kilometer lang und dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, irgendwie bei 100 Kilometern, bei typischen 0,25 dB Dämpfung pro Kilometer. Weiß es jemand, was da rauskommt? Das steht da oben. Ich weiß. 25 dB Dämpfung. Nee. Genau. Und diese 25 dB oder halt diese typische Faustformel, die man hat, irgendwie, die ist ganz gut, irgendwie, um mal einen Ansatz zu kriegen, wenn ich heute ein Netz plane und sage, was muss ich eigentlich überhaupt für Transceiver planen, was muss man Switch-Up können, was muss man eine Übertragungstechnik überhaupt können, irgendwas so eine ganz grobe Kenngröße zu haben. Und es hilft natürlich auch zu wissen, was die Kenngröße ist, weil wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich habe hier dieses Stück Glasfaser mit 1,3 dB, dann sagst du, ey, was verkaufst du mir da für eine Scheiße? Ja? Also in dem grob 0,25 dB sollte man sich schon ungefähr halten, wenn man da mit seriösen Anbietern zu tun hat.
Genau, mit uns zum Beispiel. Ja. Genau. So eine Patch-Verbindung, irgendwie, es reicht ja nicht nur, dass man meistens irgendwie ist so eine Strecke ja manchmal länger, irgendwie, wenn man aus dem Weitverkehr kommt und dann sagt man, da hat man noch so Steckverbindungen zwischendrin, dann gibt es halt diese Patches irgendwo und die haben, wenn die als Standardgröße oder als Kalkulationsgröße kann man eigentlich annehmen, so 0,35 dB. Der Moritz erzählt dann nachher noch so was Schönes über Stecker, wie die zusammenpassen und so weiter. Aber das ist eine ganz gute Kenngröße, die man dann mit in diese Teilsumme dann mit zu addieren kann für die Gesamtverbindung. Was man da nicht vergessen darf, auch die Phase quasi in den Laser zu stecken, ist auch eine Patchverbindung. Das hat auch Verlust. Genau. Oder wenn ihr ein Patchfeld habt, dann ist das quasi, oder mehrere Patchfelder, dann ist es quasi hier eine Steckverbindung, da eine Steckverbindung. Der Stecker selbst hat ja auch noch eine Dämpfung und so weiter. Das kann man alles mal hochsummieren und dann hat man schnell mal 1, 2 dB mehr irgendwie auf so einer Strecke zusammen. Eine Single-Mode-Faser, die wir im Weitverkehr einsetzen, hat typischerweise auf einer Distanz von 100 Kilometern als ganz grobe Kenngröße eine Millisekunde Roundtrip-Delay. Kann man sich auch mal als Kenngröße nehmen, wenn euch ein Carrier sagt, hey, die Verbindung, die ihr von mir kriegt, die ist zum Beispiel, keine Ahnung, 900 Kilometer lang. Dann könnt ihr schon mal rechnen, okay, die Verbindung hat wahrscheinlich grob irgendwie 9 Millisekunden Roundtrip-Delay plus irgendwie ein bisschen DWDM, ein bisschen MPOS hinten dran. Und da kann man sich auch mal so ganz grob eine Latency errechnen. Beziehungsweise ein Roundtrip-Delay. Genau, also das ist auch wirklich nur nochmal, wir sind hier auf Layer 1, ja, da ist kein Router und nichts dazwischen. Das ist wirklich nur, wenn die Faser aufgewickelt quasi 100 Kilometer haben. Wenn da jetzt ein Router dazwischen kommt, dann kommt es auf den Router an, was da noch an Latenz draufkommt. Genau. Und daraus gibt es eben noch diese schöne Formel, die Moritz vorhin schon erwähnt hat. Und das ist halt typischerweise irgendwie 2/3 ausgeführt. Also Ausbreitungsgeschwindigkeit ist richtig. So. Ein Cross-Connect in einem Frankfurter Data Center hat auch manchmal mehr als 0,35 dB plus die Streckenlänge. Auch das sollte man möglicherweise auf Basis der Patchfelder oder Anzahl der Patchkabel, die da drin sind, wenn ihr einen Cross-Connect bestellt in einem Datacenter. Lasst euch immer ein OTDR-Protokoll genau, geben. Immer ein Messprotokoll. Wir wollen keine Namen verwenden. Wir sind total unter Action heute. Und da kann es durchaus schon mal passieren, dass man da irgendwie einfach irgendwie, dass ein Cross-Connect irgendwie da durchläuft, hat mehrere Patchfelder und der kann halt auch mal mehr als 1 dB haben. Genau. Auch die Zutrittszeit in jedwedem gleichen Rechenzentrum kann auch mal mehr als ein Werktag dauern. Downtime auch. Haben wir Betroffene dürfen. Als auch die Downtime, genau. Wobei so ein Werktag auch mal 24 Stunden dauern kann, haben wir auch gegangen, ne? Genau. Ansonsten, es gibt eben zwei verschiedene Fasertypen, die wir allgemein im Einsatz haben. Das ist das Thema der Multimode-Faser und das Thema der Single-Mode-Faser. Multimode-Fasern habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen, wenn ihr so eine Maschine-Maschinen-Patch macht. Multimode-Fasern sind, um es relativ simpel zu beschreiben, eigentlich alles, was das Haus verlässt. Da kommen wir nachher noch mal kurz drauf, aber ich fand die Formulierung so schön. Die Ausbreitung in der Multimode-Faser ist etwas anders als bei der Single-Mode-Faser, deswegen heißt sie auch Multimode-Faser, weil sie verschiedene Moden beinhaltet. Das sieht man so schön, dass die quasi irgendwie nicht so wie bei der Single-Mode-Faser so schön gerade irgendwie durch die Faser durchrauscht, sondern quasi irgendwie in verschiedenen Moden, um es ganz simpel zu sagen, an dem Faserkern oder an der Kante des Faserkerns aneckt und sich dann eigentlich eher für den Nahbereich eignet. So eine Multimode-Faser ist auch markant günstiger. Typischerweise als so eine Single-Mode-Faser. So eine Multimode-Faser hat zwei verschiedene Durchmessertypen. Das ist eine 50 µm oder eine 62,5 µm-Faser. Die ist halt, wie gesagt, geeignet für kurze Entfernungen, so typischerweise weniger als 300 Meter. Kann man sich als grobe Faustregel nehmen. Die Wellenlänge ist heutzutage verwendet, die heißen meistens so SR Short Range, 850 Nanometer. Es gibt 13 Nanometer Multimode-Optiken. Die typische Dämpfung dabei, auch das wieder, wäre ganz klassisch bei diesen 850 Nanometern, wären ca. 3 dB pro Kilometer. Das heißt, da könnt ihr euch ausrechnen, bei 300 Metern wirst du die Stecker, was da ungefähr an Dämpfung rauskommt. Aber das ist eigentlich so eine relativ simple Steckverbindung. Ich möchte nicht sagen Plug and Play. Putz Plug and Play heißt das typischerweise. Und dann wird man da auch zufrieden mit. Da tauchen auch so nette Namen auf wie OM1 bis OM4, später irgendwann mal OM5. Das sind Optical Modes und die heißen dann irgendwie so 1, 2, 3, 4. Die bestimmen sich so ein bisschen durch ihre Reichweite, durch ihre Fähigkeit,
Services zu übertragen, beziehungsweise dann auch 10 und 100G-Services, während wir zum Beispiel bei der OM1 und OM2-Faser, die OM1 findet man heute zum Glück nicht mehr oder wenig im Markt zu kaufen. Man findet sie natürlich noch auf Maschinen. Die ist nicht geeignet für 100G-Services, während auch die OM2-Faser nicht für 100G-Services geeignet ist als Maschine- und Maschineverbindung. Und was dann größer wird, die OM3, OM4-Faser, die kann man auch auf Basis ihrer Lasertypen als auch irgendwie ihrer Eigenschaften in den Reichweiten dann auch für 100G-Services einsetzen. Vielleicht ganz kurz nochmal zurück. Gerne. Weil wir vorhin auch in den Slides darauf hingewiesen haben, es gibt diesen wunderschönen Namen Erika. Und Erika ist die Farbe dieses Violetts. Das heißt, wenn euch irgendjemand mal da so Fasern in Erika anbieten möchte, das ist die Geschichte. Des Weiteren, nur weil da jetzt Farben draufgemalt sind, heißt das nicht, dass ihr es anschauen könnt. Und dann ist es auf jeden Fall, wenn es grau ist, OM1 oder sonst irgendwas. Sondern leider kann man in jeder beliebigen Phase, zum Beispiel in einem wunderschönen Braun, sich seine Fasern fertigen lassen, wenn man das möchte. Ich würde das nicht empfehlen, aber es gibt Leute, die das tun. Das heißt, im Zweifel messen oder nachfragen, was da wirklich verbaut wurde. Oder Standard kaufen. Nach der Multimode-Faser gibt es noch Single-Mode-Fasern. Krass. Deine. Ach so, sorry. Da steht Moritz dran. Scheiße. Genau, okay. In der Single-Mode-Phase, oder wie sie manche auch nennen, Monomode-Phase, ist eben, ja, wir haben eine Mode drin. Das heißt, es entwickelt sich nur ein Licht dadurch. Wie Marc vorhin schon gesagt hat, die Single-Mode-Phase nutzen wir einfach für alles, was das Haus verlässt. Das kann man so als grobe Hausnummer natürlich in manchen Gebäuden oder gerade in großen Rechenzentren, wenn man da eben über größere Distanzen redet. Dann ist da meistens auch Single-Mode verbaut, aber wenn ihr jetzt hier einfach euer eigenes kleines Projektchen plant für eure 5 Serverschränke, dann müsst ihr keine Single-Mode da reinstecken, da ist die Faser teurer, da sind die SFPs teurer, das könnt ihr euch einfach sparen und einfach Multimode nutzen. Das Schöne ist jetzt auf Single-Mode, dadurch, dass wir einfach viel präzisere Geschichte hier am Start haben, können wir auch so Geschichten machen wie WDM und dort nutzen wir dann eigentlich folgende Wellenlängen. Wobei wir eigentlich das gesamte optische Spektrum darüber übertragen können. Marc hat jetzt hier damals, als er die Slides geschrieben hat, glaube ich, bewussterweise so einen kleinen Teilbereich rausgenommen. Das ist so dieser Water Peak. Es gab früher bei der Fertigung von Fasern das Problem, dass es kleine Unreinheiten in dem Silizium gab und dadurch eben an gewissen Stellen eben bei gewissen Wellenlängen die Dämpfung extrem hochgeschossen ist. Mittlerweile ist es eigentlich kein Thema mehr, aber eigentlich will man sich eh nur in dem rechten Bereich aufhalten und der Rest ist langweilig. Und wie vorhin schon gesagt, haben wir grob 0,25 dB Dämpfung bei 1550 Nanometer. Wie sieht so eine Dämpfung aus? Das haben wir euch auch mal mitgebracht. Die Dämpfung kriegt ihr meistens in so einem OTDR-Protokoll. OTDR steht für Optical Time Domain Reflectometer. Ich werde jetzt nicht erklären, wie das funktioniert, weil dann könnte ich einen eigenen Vortrag damit füllen. Im Endeffekt ist es so, dass wir eben unsere Phase hier haben und sehen dann wirklich bei jedem kleinsten Hubbel da drin eben, da ist irgendwas, da hat jemand gespleist oder da ist ein Steckverbinder oder sonst irgendwas. Und so kommen wir dann eben auch auf die Geschichte. Hier sehen wir jetzt bei selbst dieser kurzen Strecke von 15 Kilometer, glaube ich, haben wir eine Dämpfung von 0,28 dB pro Kilometer, was voll in Ordnung ist. Ja, also wie gesagt, grob um die 0,25 rum kann man benutzen. Das ist die Strecke von uns beiden, glaube ich, ne? Sogar. Genau, die mittlerweile wieder abgebaut ist, aber ja. Genau. Die war nicht ganz so gut. Deswegen wollten wir eigentlich 0,23. Nein. Genau. So, wir haben unsere Phase, wir haben jetzt da irgendwelche Stecker dran. Ich habe extrem viel Zeit damit verschwendet, das freizustellen. Nur für euch. Eigentlich sind es 2 Klicks in PowerPoint, aber das ist eine andere Geschichte. Das haben wir ja auch erst vor einer Stunde gelernt, wie das geht. Also statt irgendwie 2 Stunden Photoshop ist es Freistellen in PowerPoint, falls ihr auch mal fragt. Wir haben heute in den Datacentern, wir haben hysterisch gewachsene Infrastrukturen. Verschiedenste Steckertypen, irgendwie alles, was die Hersteller mal geil fanden, irgendwie was man mal verkaufen konnte, was man kommerzialisieren konnte. In Metallausführungen, in keine Ahnung, irgendwie in Blau und Grün und Gelb und was auch immer. Und heutzutage haben sich eigentlich 3 Steckertypen durchgesetzt. Das ist so der sogenannte LC-Connector. Lucent steht da dran, da hat wahrscheinlich irgendwie Lucent entwickelt. Wahrscheinlich mal, genau. Das ist ein sehr, sehr kompakter Stecker, den finden wir ganz, ganz oft oder eigentlich fast immer auf den Transceivern, die wir heute kaufen können. Der Henrik hat letztens irgendwie so ein paar Flaschenöffner noch dabei gehabt, irgendwie, die hatten noch SC-Verbinder, glaube ich, dabei. Genau. Der SC-Connector, der ist ein relativ günstiger Stecker, der ist sehr einfach zu handhaben, weil er einen Verdrehschutz hat. Das sieht man ganz schön irgendwie da oben drauf auf dieser Nase, die der da hat.
Und der ist von seiner Größe her, ist Anstecker doppelt so groß, typischerweise wie so ein LC-Stecker. Und im Weitverkehrsbereich setzen wir den sogenannten E2000-Stecker ein. Auch da gibt es ein Patent von der Firma Diamond drauf. Und deswegen kostet der Stecker auch 10 Euro. Ohne Faser dran, ein Stecker. Ja, wegen SC hatten wir in der Glühbirne die Diskussion, das ist SC-Duplex. Ja, das ist SC-Duplex. Das ist ein SC-Duplex, Henrik, ja. Und während das, Entschuldigung, Henrik, das da oben ist ein LC-Simplex. Du kannst den gibt es aber auch in der Duplex-Ausführung, ne? Genau. Du kannst das auch aufbrechen, dann hast du zweimal SC-Simplex, ne? Genau. Aber dann ist das nicht mehr da, muss man das zweihändig abziehen? Ja. Also das kannst du tun, aber meistens haben die so einen gemeinsamen Bügel, irgendwie, den du runterdrückst und dann irgendwie ziehst du beide ab. Den bricht man doch immer auseinander. Ja, ja, inklusive des Steckers irgendwie. Also das, da bin ich, da habe ich einen schwarzen Gürtel drin. Also, tatsächlich. Genau, diese E2000-Stecker irgendwie, den haben wir ganz, ganz oft finden wir den in der hochwertigen optischen Übertragungstechnik. Zum Beispiel auf so Weitverkehrsstrecken. Wir zum Beispiel im Netz setzen den flächendeckend ein, sodass wir einen einheitlichen Standard haben und einen qualifiziert hohen Netzabschluss. Genau, der hat halt den schönen Vorteil, ja, wenn man den aus dem Patchfeld quasi rauszieht, sieht man da vorne diese schwarze Kappe, dann hat man direkt einen Staubschutz davor, es kann auch niemand in die Faser schauen, wie wir vorhin gelernt haben. Ja. Hat einfach ein paar nette Vorteile. Du kannst es immer noch hochziehen. So. Während meine Wohnung eine Haustür hat und ich auch immer denke, ich müsste da nicht putzen, hat der Stecker auch einen Staubschutz, aber der mag auch geputzt werden. Ja. Gut. Wie ihr hier auch seht, haben wir da zwei Farben auf den Steckern meistens. Ja? Einmal blau und einmal grün. Hat folgendes Thema. Wenn wir jetzt Licht in diese Faser reinstecken und die irgendwo an einem Stecker abgeschlossen wird, ja, dann kommt irgendwie hier unser Licht da rein, klatscht dagegen. Nur ist wie jetzt mit einem Fußball irgendwie auf Kopfhöhe gegen die Wand schießen. Ja, der ist ergonomisch ein bisschen komisch, aber es geht bestimmt. Nehmen wir einen Handball, das ist einfacher. Wenn du gegen eine gerade Wand schießt, ja, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, wieder Physik, kriegst du den Ball in die Fresse. So. Das heißt, der hier kommt auch einfach wieder genauso zurück, wie er herkam. Was jetzt vielleicht nicht so toll ist, weil die Laser das nicht mögen, dass da eine Reflexion ist. Deswegen hat man sich gedacht, okay, wir machen das einfach schräg und dann passiert ja genau die gleiche Geschichte wieder, nur der Ball geht halt ins Aus und reflektiert nicht in unseren Transceiver rein. Ist für den Standardnutzer eigentlich nicht relevant, außer ihr geht dann irgendwann mal in diese WDM-Systeme, Übertragungstechnik, habt irgendwo mit Verstärkern zu tun, da könnte es dann mal zu einem Thema werden. Es gibt noch, um das auch noch abzuschließen, es gibt noch eine weitere Geschichte. Dieser grüne Stecker hier ist mit 8 Grad Schrägschliff. Ein Telekom-Anbieter hat sich gesagt, 8 Grad Schrägschliff, wir machen 9. Der Stecker ist dann Magenta, keine Ahnung, welcher Provider das ist. Ja. Ist die 3320 noch da? Nein, okay. Gut, grün und blau hat aber noch eine wichtige Geschichte. Ja? Jetzt überlegen wir uns, wir haben hier eine Faser mit einem grünen Stecker, die ist schräg. Ja? Jetzt kommen wir mit unserem blauen Stecker. Da ist nicht gut. Das passt nicht. Genau, einfach nicht machen. Das gleiche gilt übrigens für grün und magenta. Auch das kann man nicht so gut zusammenstecken. Jo, und wo wir es reinstecken, darf Marc es erzählen. Genau. Die Interface ist dazu. Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, es gibt diese Multimode-Interfaces, die haben irgendwo 850 Nanometer Übertragungsfrequenz. Die heißen SR Short Range, steht auch gerne mal auf diesen Kisten drauf, da steht dann so 850 SR und daraus kann man eigentlich typischerweise ableiten, dass das ein Multimode-Interface mit 850 Nanometer ist und so weiter und so fort. Es gibt Single-Mode-Interfaces, auch die haben verschiedene Kennungen, an denen man sich orientieren kann. Auch da gibt es wieder Einzelfälle, die andere Definitionen haben, aber typischerweise dieses LR ist an Long Range, die ER ist an Extended Range und die ZR ist irgendwie der letzte Buchstabe im Alphabet und das ist halt ganz weit. Zoom Range. Ich merke mir das immer als LEZ, da habe ich mal früher gemerkt, als Lastschrifteinzug, aber wie die Abfolge war. Mittlerweile habe ich es auswendig gelernt. Das ist auch SEPA jetzt, ne? Genau. Heute heißt IBAN, genau, und SEPA und so und so. Genau. Genau. Dann gibt es das so ZR-Plus-Interfaces irgendwie, die können dann irgendwie Größe 80 Kilometer, eigentlich soll das Größe 80, nicht gerne 80 Kilometer heißen. Die gehen auch gerne mal bis zu 200 Kilometer weit, das gibt dann irgendwann so ein Gang-Bandbreiten-Problem. So eine 200 Kilometer SFP, die kann man ganz gerne noch mit AMG betreiben, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Der Typ in das Power-Budget des Transceivers, das wird eben auf Basis der bekannten oder errechneten Dämpfung und des Fasertyps
ermittelt. Das hatten wir vorhin schon mal, wenn ihr typischerweise so eine Strecke habt und euer Provider sagt euch, ich habe eine Single-Mode-Faser, irgendwie ein Data-Center-Interconnect mit Single-Mode und der ist zum Beispiel 3 Kilometer lang und dann könnt ihr davon ausgehen, dass das halt irgendwie irgendwo passt mit der Dämpfung bis 10 dB. Lasst euch das Messprotokoll immer zeigen. Und dann würdet ihr daraus resultierend auf einer 1G-Verbindung auf einer Single-Mode-Faser mit 7 Kilometern, ich habe es eben mit 3 Kilometern beschrieben, ein 13/10 Nanometer Agar 1GE-Interface bestellen. Während ihr auf einer 10G-Multimode-Faser bei Gänge 20 Meter im Rack eine 850 Nanometer SR10GE bestellt. Genau. Und so kann man sich das so ein bisschen als Nomenklatur ableiten. Prüft bitte immer die Kompatibilität der Interfaces. Mal ganz oft erlebt, dass wir Kunden hatten, die hatten dann irgendwie, wir haben denen gesagt, wir brauchen bei uns ein Zeta-Interface, 80 Kilometer, weil die Strecke so gegangen ist. Und er sagt, der Ring kommt nicht hoch, wir müssen mal euer Techniker rausschicken, Field Service, und dann kommst du hin, da steckt da irgendwie so ein 10 Kilometer Interface drin. Da fehlt halt ein bisschen was am Power-Budget. Geräte zusammenstecken, das ist eigentlich was ganz Tolles. RX schaut auf TX und umgekehrt, und zwar immer. Ihr lacht alle so suffisant. So sieht das Ganze aus. Senden guckt auf Empfangen, Empfangen guckt auf Senden. Das heißt auch, wir brauchen 2 Fasern für eine Übertragung. Ne? Genau. Auch Cross-Connect genannt. Das Ganze gibt es aber auch bidirektional mit einer Faser. Es gibt so Carrier irgendwie, oder im FTTH-Bereich wird das oft gemacht, wenn ihr im innerstädtischen Bereich seid. So ganz geil ist so eine 1G, ein FTTH-Anschluss, die wird oft so auf so BD-Interfaces gebaut. Und da hat man quasi in einem Interface irgendwie, das eine sendet auf 1310, das andere fängt auf 1490 Nanometer. Dann braucht man eine Faser dafür statt ein Faserpaar. Das spart man dann im Backbone. Kann man machen. Genug Netze gebaut im FTTH-Bereich, das ist vollkommen okay. Das Ganze sieht dann so aus, mit einer Faser. Wenn so ein Ring mal nicht hochkommen sollte, auch ich stehe manchmal noch davor mit meinen Kollegen und denke mir immer, habt ihr die Faser mal gedreht? Habt ihr das wirklich gemacht? Also, dreh doch mal. Oh, Ring ist da. Oh, cool. Genau. Profi-Tipp, bei der Einfaser-SFP hilft es nicht, den Patch zu drehen. Die hat nämlich dummerweise nur eine Faser. Auch das ist manchmal noch erklärungsbedürftig. Das andere Bein der Faser zu nehmen, könnte schon helfen. Das kann schon helfen, genau. Aber wenn du jemanden, na, es gibt ja eine Schaltanweisung. Die Schaltanweisung sagt, nimm diese Faser. Und wenn er dann anfängt zu diskutieren, ob er die eine Faser drehen soll, dann ist das irgendwie quasi ein eisiger Wind in der Personalakte, wie man das so schön nennt. Genau. Dazu gibt es ein paar Transceiver oder auch Transceiver-Typen. Es gibt heutzutage so schöne Bezeichnungen wie SFP, SFP Plus, QSFP, CFP. Daraus kann man sich so eine gewisse Analogie ableiten oder eine Nomenklatur, wie man das auch so schön nennt. Eine SFP ist ein Small Form Factor Pluggable. Den finden wir weit verbreitet hier in fast jeder Maschine, die wir hier auch bei der GPN oder auch bei einer... Schüttel den Kopf. Doch, ja. Doch. Aber gibt es auch ein Ja, eher minus gleich 10G. Ja, minus gleich 10G. Wir haben uns darauf geeinigt, auch vorhin, wie ihr vielleicht gesehen habt, bei den Übertragungswerten, dass 1G eigentlich deprecated ist und wir jetzt hier 10G machen. Genauso, es gibt auch, wie Marc vorhin gesagt hat, tausende Steckertypen und es gibt auch noch wesentlich mehr als die Transceiver-Typen, die wir hier hinzeichnen. Aber wir wollten euch mal so ein kleines Intro geben und nicht noch die Perversitäten, die sich irgendein Hersteller für sich selber ausgedacht hat oder Legacy. Das braucht aber durchaus richtig, genau. Es wäre dann nämlich die SFP Plus, in dem Fall bei der 10G. Die SFP seht ihr da oben, die ist relativ klein. So irgendwie, keine Ahnung, kleines Feuerzeug. Die habt ihr schon oft irgendwie in Maschinen irgendwie gesehen. Die kann man irgendwie in Massenwaren kaufen, die kann man in gut und schlecht kaufen, in Silber und Grau und keine Ahnung, mit Branding und ohne Branding und wie auch immer. Dazu gibt es noch eine QSFP, eine Quadruple 4x10G SFP Plus, also QSFP Plus. Im Endeffekt ist es eine einfache Nomenklatur, die überträgt 4x10G. Wer kann es ausrechnen? Ich halte mal die Lösung zu hier. Okay, 40G wären das. Und dann gibt es noch die sogenannte CFP, kommt aus dem Gartanischen. Im Gartanischen die 100 ist das C wie Cäsar. Und das wären dann die 100 Gigabit. Dann gibt es noch im gleichen Formfaktor 28 und 100G und das wäre dann die SFP 28 oder Quadruple SFP 28. Also das sind dann irgendwie nominal irgendwie 28G statt 25 und dann wären es quasi Q, also 4-mal und dann sind wir irgendwo bei 100G wieder angegangen. Ja, ein gerne Ausflug in die Transceiver-Welt. Ich denke, wenn man sich diese Analogien ein bisschen merkt, ihr habt ja alle irgendwie
wie man gesehen hat, schon öfter mal irgendwie mit optischer Übertragungstechnik oder eben mit Maschinen-zu-Maschine-Verbindung zu tun gehabt, hatte da mal Berührungspunkte damit. Ja. Genau. Ist jetzt ein wunderbares Musik. Album allerdings, genau. Im WDM-Bereich. Wir hatten es vorhin schon mehrfach angesprochen, irgendwann kommen wir mal so ein bisschen aus dem Haus raus, kommen mehr als zu einer Wellenlänge oder einer Verbindung, die wir übertragen haben, aber vielleicht nur ein Faserpaar. Wie wir heute gelesen haben, gibt es da exorbitante Preise bei Carriern irgendwie für Darkfibern und für Rackspace und wie auch immer. Und deswegen überlegt man sich, was mache ich mit meiner Darkfiber oder mit dem Faserpaar, was ich eben bekomme. Und dann baue ich mir ein WDM-Netz da drauf. Das Licht kann mehrere Farben enthalten, das sind sogenannte Lambdas, Wellenlängen. Die sehen wir da unten. Das Licht können wir quasi in mehrere Farben aufteilen, multiplexen und demultiplexen. Und ja, dann können wir es auch irgendwann am Ende des Tages wieder mit so einem Filter zusammenfügen. Das ist dann ein Multiplexer. Und da gibt es verschiedene Bänder dazu. Und bei den verschiedenen Bändern gibt es zum Beispiel das CWDM, das nennt sich Coarse Wavelength Division Multiplex. Oder auch aus dieser Familie dieser XWDM-Systeme, da gibt es eben verschiedene dazu. Dieses Coarse Wavelength Division Multiplex, das ist ein relativ günstiges System, das ist effektiv, das kann man sehr, sehr gut im Nahbereich einsetzen, das ist eine quasi Plug-and-Play-Lösung, ganz so dramatisch würde ich es noch nicht formulieren, aber es ist irgendwie relativ einfach zu handhaben. Da gibt es genormte Wellenlängen dafür, die sind relativ breit, 20 Nanometer, das ist so ungefähr so. Genau, die bewegen sich in den Wellenlängenbereich von 1270 Nanometer bis 1610 Nanometer, dass man es einfach mal gehört hat. Wie viel sind das? 20 Nanometer sind noch keine 20 Tage, oder? Ich habe gesagt, zwei Badewannen. Jetzt warten wir, Wie Fußballfeld, das sind ein Saarland oder was willst du jetzt wissen? Wir bleiben hier weg von urmischen Einheiten wie Saarländer, Gummienten und Fußballfelder. Genau, von Eichstatt gewiss hat. Wir haben ganz klassisch in so einem CWDM-System, wenn man heute so einen Filter bestellt, irgendwie, entweder kauft man den in China, indem man in Shenzhen irgendwie in den Supermarkt geht und kauft den mit oder kauft ihn halt bei einem Hersteller hier in Deutschland oder einem Distributor, hat er 16 Wellengängen, da gehen typischerweise 10 Gigabit drüber oder auch 100 G. Aber so der klassische Einsatzbereich ist halt irgendwie, skaliere halt irgendwie so ein Faserpaar hoch irgendwie und mach mal halt irgendwie 16 mal 10 G darüber. Es gibt keine Verstärker für CWDM. Das heißt, typischerweise setzt man so ein Zeug im Metrobereich ein. 80 bis 100 Kilometer Reichweite maximal und damit sind wir eigentlich ganz gut bedient. Ihr macht das, glaube ich, relativ erfolgreich in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg irgendwie, ne? Ja, genau. Also bei uns ist quasi der Einsatzzweck im großen Netz. Also gehen wir auf die WDM, wo Marc gleich zukommt, das ist halt teuer. Aber wenn ich jetzt so einen Kundenstandort habe, keine Ahnung, ein Bürogebäude da sind, am Ende vom Tag, keine Ahnung, vier Parteien drin, die Internet haben möchten, dann setzt man halt davor so ein Vierkanal-CWDM-System und kann eben über eine Phase diese vier Kanäle eben nutzen und vier Kunden damit direkt anbinden, ohne da auf irgendwelche Switche und sonst irgendwas gehen zu müssen. Hat natürlich den schönen Vorteil, dass so eine Phase im Boden kostet mich immer Geld. Wir kommen nachher nochmal dazu, was. Ja? Und wenn ich jetzt eben überlegen kann, okay, entweder ich gebe jetzt mal, keine Ahnung, ein paar tausend Euro für das CWDM-System aus oder ich zahle jeden Monat vier Fasern oder 16 Fasern in dem Maximalauslastungsbeispiel, dann wird da relativ schnell relativ Mathe draus. Ja? Deswegen halten sich auch manchmal Carrier zurück, uns eine Darkfiber anzubieten, weil sie eben jede Wellenlänge einzeln verkaufen möchten. Zweifel. Auch da aufskalieren, genau. Das ist eine relativ robuste Übertragung. Ich habe vorhin das Wort Plug and Play verwendet. Es geht grob in die Richtung irgendwie, und das ist relativ schnell zu implementieren. Ja. Putzen und nicht blau auf grün stecken. Genau. Einsatz im Metrobereich. Hat man drüber gesprochen. Im DWDM hat man eben schon gesagt, also ich komme ganz klassisch aus dem Weitverkehr. Wir setzen ganz typischerweise DWDM-Netze an. Wir haben Stand heute so ein 5000 Kilometer langes DWDM laufen in Deutschland. Wir schalten darauf ein Faserpaar in dem Netz. Das heißt, wir bedienen uns eines Darkfiber-Paares. Wir haben da drin genormte Wellenlängen. Man sieht, das Kanalraster wird auf einmal wesentlich schmaler als das, was wir eben schon gesehen haben, im CWDM-Bereich, als auch zum Beispiel die Kanalbreite. Wir hatten vorhin 20 Nanometer, wir sprechen jetzt über 0,4 Nanometer. Also so, das ist jetzt quasi dann so. Jetzt müssten wir mal gucken, was meine Handvenen machen. Das wäre jetzt mal ganz spannend unter Infrarot, wenn man die so fest zusammenpresst. In den typischerweise am Markt verfügbaren Wellenlängensystemen übertragen wir 80 Wellenlängen mit Stand heute 200 Gigabit pro Sekunde. Das haben wir bei der WinterGPN ja ganz gut mit einem Mitbewerber, befreundeten Unternehmen, wie auch immer, gezeigt, dass es ganz gut funktioniert. Hat funktioniert. Genau, ging. Ja. Da gibt es Verstärkertypen, die heißen dann sowas wie EDFA, also Erbium Dope Fiber Amplifier oder Raman-Verstärker. Es gab, glaube ich, einen Herrn, der hieß Raman. Echt?
Ja, ich meine, dass der oder doch, Herr denn hat den Raman-Effekt entdeckt. Genau, kommen wir gleich zu. Neuner nickt, also von daher irgendwie gibt es den. Ja, gut. Alles gut. Die Instigation ist vergleichsweise aufwendiger. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass man so ein Netz immer sauber einpegeln muss, irgendwie, wenn man mehrere Wellenlängen dazufügt, wenn man dieses Spektrum, was man hat, irgendwie, das ist halt irgendwie, das sind 80 Kanäle drin und der eine irgendwie guckt den anderen an und sagt, du bist gerade doof, du bist 3 dB höher und dann irgendwie störe ich dich und dann gehst du mal aus irgendwie und so weiter. Es bedarf einfach einer höheren Pflege und das ist ganz klassisch Netzmanagement, was da hinten dran passiert. Wenn beim CWDM im Metrobereich irgendwie kannst du im schlimmsten Fall stecken und sagen, wenn der Transceiver passt, geht das Ding auch hoch. Dann gibt es noch so eine Kenngröße, die nennt sich OSNR, Optical Sign and Noise Ratio. Das ist der optische Signal-Rauschabstand, da erzählt der Moritz nachher noch was drüber. Und, Entschuldigung, im OTN-Transport haben wir ganz klassisch mehrere tausend Kilometer Reichweite. Ein großer Anwendungsfall für das Thema OTN oder DWDM sind Seekabel. Wenn ich halt irgendwie 5000 Kilometer irgendwie durch den Atlantik ein Kabel verlege, dann sind da ganz klassisch DWDM-Systeme drauf. Dazu gibt es ein Rechenbeispiel. Das hatten wir vorhin schon mal irgendwie, wenn ich so einen Laser habe, der sendet halt mit plus 0 dBm. Dann habe ich einen Multiplexer, der hat einen Verlust von 5 dB. Und dann habe ich noch eine Faser, die hat einen Verlust von irgendwie 3,24 dB, weil wir das zum Beispiel aus dem Messprotokoll abgelesen haben oder wir nehmen es rechnerisch an. Und dann habe ich noch einen Demultiplexer irgendwie, der hat dann auch nochmal einen Verlust von 5 dB. Und dann habe ich halt irgendwie einen Verlust, zum Beispiel im fernen Ende, Far End auf der Faser im Receive-Bereich von minus 13,24 dB. Das ist also quasi nichts anderes, als wenn man 5 und 5 und 3,24 addiert. Und dann kann ich daraus schon mal relativ gut ausrechnen, was ich halt irgendwie dafür für einen Transceiver einsetze. Die nächste Kenngröße, die wir dazu hatten, das hat man vorhin gesehen auf dem Transceiver, das war zum Beispiel so ein ZR-Receiver mit 80 Kilometern, der hatte 23 dB, die er da ausgleichen kann. Also passt das eigentlich ganz gut als Kenngröße, was die nächste verfügbare Kenngröße wäre dazu. Ja, ansonsten haben wir auf so einer Strecke zum Beispiel dann irgendwie 12,4 Kilometer Strecke und daraus ergibt sich eine Latenz von 0,06 Millisekunden. Das hatten wir vorhin auch schon ausgerechnet, wie das geht. Und ja, das sind so einfach die Kenngrößen, die man hat, wenn man so eine Verbindung in Betrieb nimmt. Genau. Damit könnt ihr dann quasi loslegen, euer Netz planen und uns arbeitslos machen. So, was machen wir jetzt, wenn diese 23 dB nicht mehr ausreichen? Ne? Arbeitssuchend heißt das. Ja, suchend. Wenn unsere 23 dB nicht mehr ausreichen, dann hat Marc ja vorhin schon gesagt, wir holen uns ein EDFA. Ja? Das ist ein Stück Faser, das mit Erbium dotiert ist. Deswegen heißt es EDFA, Erbium Doped Fiber Amplifier. Im Endeffekt ist es so, dass wir eben diese grüne Faser da in der Mitte haben, die ist Erbium dotiert und dann haben wir dazu noch einen Pumplaser. Der Pumplaser ist so ein 89 Nanometer Laser, der im Endeffekt das Erbium oder die Erbium-Elektronen dann in einen höheren Energiezustand versetzt. Ich mache schon wieder was mit Physik. Genau. Jetzt haben wir also unsere Erbium-Elektronen in einem höheren Energiezustand und kommen dann mit unserem Licht rein auf grob 1550 Nanometer. Das ist so da, wo sich das DWDM abspielt. So, wenn jetzt diese 1550 Nanometer Photonen da reinkommen, dann versetzen sie eben diese Erbium-Elektronen wieder zurück in ihren Ursprungszustand. Ja, und der Pumplaser muss dann wieder vorbeikommen. Und dabei bei diesem Übergang vom energiehaltigen Zustand in den Ursprungszustand wird quasi ein Klon des Photons abgegeben. Genau. Ich hoffe, das war richtig. Was wir jetzt gemacht haben, ist im Endeffekt, wir haben unser Signal genommen, kam was rein, kam größer wieder raus, weil wir eben mit dem neuen Pumplaser da ordentlich Power hinterhergegeben haben. So, jetzt haben wir quasi verstärkt. Warum gibt es da noch einen anderen Typ von Verstärkern? Ja, wir haben, wie Marc vorhin schon mal gesagt hat, dieses OSNR, Optical Signal to Noise Ratio. Wir haben unser Signal hier oben auf so einem Protokoll. Also ihr seht jetzt hier im Endeffekt das Spektrum, hier angegeben in Terahertz und nicht in Nanometern. Aber das haben wir ja vorhin gelernt, wie man das umrechnen kann. Und haben da eben unser Signal drin. So. Was immer damit noch mit einhergeht, ist ein Rauschen. Irgendwas ist auf der Faser drauf oder selbst wenn nicht, irgendwo ist es dunkel. Ja. Dieses Rauschen haben wir also auch noch dabei. Und dazwischen ergibt sich dieser Signal-Rauschabstand. So, wenn ich jetzt das Zeug in den EDFA reinschiebe, dann verstärkt er alles, was irgendwo in diesem groben Band bei 1550 Nanometer rum reinkommt. Also auch das Rauschen. Wenn ich jetzt also irgendwann mit einem kleinen Signal reinkomme, verstärke ich mein Rauschen
umso weiter und mein Signal-Rauschabstand nimmt dadurch nicht ab. Wenn ich das jetzt ein paar Mal mache, habe ich irgendwann das Problem, dass mein Signal und mein Rauschen so nah beieinander liegen, dass mein Empfänger von meinem Laser es nicht mehr unterscheiden kann, ob da jetzt gerade quasi eine 1 oder eine 0 kam. Bei anderen Systemen sind 1 und 0 vielleicht auch noch ersetzbar, aber das sparen wir uns für dieses Mal. So, also wir haben zu viel Signal-Rauschabstand oder einen zu geringen Signal-Rauschabstand. Das ist auch jeder wieder in dem Transceiver spezifiziert, was der ab kann. Da seht ihr das drin. So, hier gibt es eine Lösung für, nennt sich Raman Amplifier. Hat dieser werte Herr Raman damals gefunden, diesen Raman-Effekt respektive diese stimulierte Raman-Streuung entdeckt. Sieht im Endeffekt so aus, dass das da Physik passiert und dann wird das Ding verstärkt. Ich würde es euch sehr gerne erklären, aber dazu bin ich zu dumm. Deswegen Magie ist Physik durch Wollen. Und für alles andere fragt den Physiker eures Vertrauens. Mir persönlich reicht es, wenn dieses Ding funktioniert. Es macht auch noch ganz andere Geschichten, nämlich ein EDFA, wenn ich da ja mit meinen Photonen reinkomme, dann verstärkt es nach vorne raus. Ein Raman verstärkt im Endeffekt die Faser hinter sich und allein deswegen ist das schon Brainfuck und wir lassen uns das jetzt hier machen. Genau, und was man vielleicht auch noch müssen, ist, dass Raman arbeitet mit sehr starken Lasern. Sehr starke Laser heißt nicht reinschauen. Ja. Auch in die anderen nicht? Ist tatsächlich so, dass euch viele Carrier, wenn ihr da jetzt eine Darkfiber anmietet, verbieten werden, einen Raman draufzustecken. Einfach weil das wirklich eine Gefahr ist, wenn die jetzt eine Wartung haben, da ist ein Fibercut, irgendwie Bodo Bagger hat die Faser gefunden. Und irgendein armer Mensch muss nachts um 3 im Regen bei -4 Grad das Zeug zusammenspleißen, dann wollt ihr echt nicht, dass der in diesen doch recht starken, recht fokussierten Laser, weil wir haben ja diesen Laser in diesen 8-9 Mikrometer drin, wollen wir echt nicht, dass der da reinschaut, das ist ein tatsächliches, tatsächliches Problem. So, ein weiteres Problem ist dann Fiberfuse. Man sieht das hier ganz schön, ne? Wenn wir eine unsaubere Faser haben und da eben mit ordentlicher Leistung draufgehen aus so einem Raman, dann passiert, dass diese Faser verschmilzt mit dem Dreck. Und es ist nicht nur einfach so, dass da so ein kleines brennendes Ding ist, man holt sich ein bisschen Schleifpapier und macht das weg und dann ist es wieder gut, sondern es brennt sich richtig schön nach hinten in die Faser rein und am Ende vom Tag könnt ihr dann wahrscheinlich im Worst Case 1-2 Kilometer Faser wegschmeißen. Genau. Ja. Brennt rückwärts aus und dann ist halt kaputt. Darfst du gucken, wie lange sich das da reingebrannt hat. Abschneiden, neu ziehen, fertig. Macht keinen Spaß. Wir hatten das schon mal. Es macht keinen Spaß. So, zum Thema Neuziehen ist, glaube ich, du eher der bessere Ansprechpartner. Genau. Na, wo ist das? Jemand eine Idee? Das ist nicht Frankfurt. Das sind Baden-Württemberg. Das sind Kiel. Und zwar, ist ein Foto vom jährlichen Carrier-Treffen in Kiel. Das Foto ist mal entstanden, als man mal quasi versucht hat, so seinen Boost auseinander zu fummeln, irgendwie wer hat mit wem irgendwie ein Cross-Connect oder irgendwie ein Kabel mal irgendwie Rohr getauscht und so weiter und hin und her. So ein Netz, bevor man da irgendwie eine Darkfiber hat oder überhaupt irgendwie ein DWDM, auf die Idee kommt mal ein DWDM drauf zu beleuchten, will ja gebaut werden. Dazu gibt es so simple Dinge wie Kabel, Schächte, Muffen, da gibt es so ein paar Zusammenhänge dazu. Ein Leerrohr ist noch kein Telekommunikationsnetz. Das heißt, wenn noch jemand sagt, ich habe da noch ein Rohr irgendwie, dann ist das halt noch gar nicht durchgängig und ist auch per se noch kein Netz, was nutzbar ist. Das Ziel, was eigentlich die typischen Carrier verfolgen, ist, dass man ein verrohrtes System hat, von A nach B. Man baut irgendwie eine Hausanführung, da geht ein Rohr halt raus, dann geht es irgendwo in den Schacht rein. Was ist denn so lustig? Lass mich doch mal mitlachen. Also diese Antworten würden dich nur verunsichern. Wir machen nachher die Gegenfrage dazu. Wenn ihr Fragen habt, haben wir auch Fragen. Genau, Ziel ist quasi, dass man ein verrohrtes System baut, irgendwie von A nach B, um später raus quasi nicht nochmal irgendwie einen Baggerfahrer hinzubemühen oder mit verschiedenen Vergiegeverfahren dann quasi nochmal irgendwie Rohre nachzugehen, um dann Kabel nachzublasen. Genau, da ist mir dieses Bild heute in die Hände gefallen. Ich fand das so schön. Zum Trassenbau. Irgendjemand hat es auch irgendwie bei Twitter angefragt, irgendwie, was ist denn eigentlich so notwendig, wenn man heute irgendwie so ein Kabel in der Erde ist. Wir beschäftigen bei uns 3 Folgejuristen. Das ist total toll, wenn man zu denen kommt ins Büro und sagt, wie geht's euch, sagen so, danke, wir können klagen. Diese Wegerechte, also wir sind ganz klassisch irgendwie, oder jeder Carrier, der hat irgendwie heute was im Boden vergräbt, der hat ein Wegerecht gemäß dem TKG, Paragraph 68, Paragraph Absatz 3. Das ist diese sogenannte Lizenzklasse 3, Wegerecht im öffentlichen Weg und Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen. Darfst buddeln. Genau, ja. Du darfst irgendwie auch graben, genau.
Man hat so als grobe Kenngröße, haben wir mal identifiziert, bis so ein Stück Kabel im Boden ist, von der Anfangsplanung bis quasi Schachtrohr und so weiter, kann man typischerweise also pro laufenden Meter so einen 100-Euro-Schein auf dem Boden pflastern. Und deswegen ist es manchmal irgendwie so, weil ist die Darkfiber so teuer, irgendwie, wieso kostet das so viel und so weiter. Das ist eine Mischkalkulation, natürlich sind da auch viele Fasern drin, aber der Aufwand, so eine Trasse zu bauen, der ist extrem hoch. Und wenn ich mir heute überlege, dass wir einfach irgendwie mehrere tausend oder mehrere 10.000 Kilometer Trasse im Boden haben, kann man sich überlegen, was war das quasi mal für ein Aufwand überhaupt, den man als vorgeschobenen Invest hatte, um sowas überhaupt mal in die Erde zu bringen, um es irgendwann dann später raus zu vermarkten. Es gibt da verschiedene Bauverfahren zu. Man kann irgendwie Trassen heute mit sogenannten Horizontalspülbohrungen bauen. Man kann ganz klassisch irgendwie das gelbe Kabelsuchgerät nehmen, also den Bagger. Man kann einen Spaten nehmen und eine Spitzhacke, man kann irgendwie, keine Ahnung, einen Kabelpflug, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man verlegt heute Kabel in Wasserleitungen, wir verlegen sie nicht in Gasrohren, wie es oft der Name denkt, irgendwie verlegen sie neben Gasleitungen. Und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas macht. Genau. Man hat typischerweise eine Kabeltrasse, da kommt ein Rohr rein, da kommt ein Kabel rein, dann gibt es irgendwann mal einen Schacht irgendwo noch drauf, in den Schacht kommt eine Muffe. Dann werden die Fasern halt zusammengesperrt oder wegsperrst, wie auch immer mit anderen Kabeln. Dann gehen sie irgendwann im Gebäude auf ein ODF, ein sogenanntes Optical Distribution Frame oder ein optisches Patchfeld auch genannt. Und irgendwann hat man quasi ein Telekommunikationsnetz, das man dann darkfibermäßig beleuchten kann. Schön. Und damit hätten wir den Trassenbau durch. Ja, das hatten wir auch schon mal erzählt. Wir fanden ihn so süß. Wir mussten ihn wieder mitbringen. Wer den letzten Talk nicht gesehen hat, wie man so Weitverkehrsnetze gerade durch so ein Netz da baut, das Netz des Mark zum Beispiel, dann schaut euch gerne unseren letzten Talk an. Findet ihr auf media.ccc.de. Genau. So, und jetzt hatten wir ja noch auf Twitter gefragt, was ihr schon immer mal über Glasfasern wissen wolltet. Und die haben wir mal mitgebracht als Fragen aus dem Internet. Da wir jetzt hier keine Namen drauf schreiben wollten, haben wir das ein bisschen anonymisiert und nicht einfach Twitter-Screenshots genommen. Deswegen mal die Gudrun, 51 aus Köln, fragt, wie bekomme ich denn so eine Darmfiber ins Rechenzentrum? Also muss die Route direkt am RZ liegen. Liebe Gudrun, Darmfiber. Also wir hatten lange gerätselt, was ist eine Darmfiber oder wer oder was ist eine Darmfiber? Wir haben dann mal gesagt, wir vermuten, es ist eine Darkfiber, also ein unbeleuchtetes Stück Glasfaser. Und um dieses Stück Glasfaser ins Rechenzentrum zu bringen, musst du natürlich nicht direkt an der Route liegen, sondern du, wenn eben der Berg nicht zum Propheten kommt, dann kommt der Prophet zum Berg. Ja? Das heißt, du musst halt eben anfangen buddeln und dich an die Route ranbuddeln. Das ist eine Darkfiber aus Naturdarm. Ja. Gut, aber weiter. Du kannst das ja entschärfen irgendwie. Wir hatten ja in Schleswig-Holstein viele Trassen gebaut und sind dann irgendwie durch so gerne Gemeinden durch. Irgendwie. Und da hat der Bürgermeister immer gefragt, wieso kriege ich eigentlich keinen schnellen Internetanschluss? Und da haben wir immer gesagt, nicht jeder, der an der Autobahn wohnt, kriegt auch eine Autobahnabfahrt in den Garten. Aber genau das ist es, ja. Außer du zahlst es natürlich dann sehr gerne. 100 Euro pro Meter, ja, das macht bei, kannst du nur einen Kilometer weg, das sind halt noch schon ein bisschen Geld. Wenn du es als Privatperson zahlen möchtest, das ist im Endeffekt der Grund dahinter und alles andere ist Mischkalkulation irgendwelcher Provider. So. Hans-Jürgen, 39 aus Würzburg, fragt, eine Faser, die ins Haus liegt, ist die tatsächlich nur in der Lage, ein Gigabit zu übertragen oder werden größere Glasfaser benötigt? Erstmal natürlich, wenn, dann bräuchten wir kleinere Glasfaser, aber kann jeder jetzt diese Frage beantworten nach dem Vortrag? Ja. Wir haben was richtig gemacht, okay, immerhin. Genau. Gut. Alf, 42 aus Aachen, warum tun sich ISPs so schwer mit der letzten Meile? Das ist ein relativ simples Thema. Der ISP, der heute irgendwie eine Vordienstleistung einkauft und sie den Privatkunden vermarktet im Bereich irgendwie nicht FTTH, sondern einfach mal ein IP-Access beim Kunden, also Telefon, Internet. Der tut sich deswegen so schwer mit der letzten Meile, weil er sagt, da müsste ich ja Geld in die Hand nehmen. Es gibt ja ein reguliertes Produkt, das ist das sogenannte TAL, die Teilnehmeranschlussleitung der Telekom, die kann man kaufen oder mieten als Carrier oder als ISP, als lokaler ISP. Und deswegen tun sich die manchmal so ein bisschen schwer. Und verstehen, also in meinen Augen verstehen viele Carrier oder ISPs, die lokal unterwegs sind, noch nicht, dass das Bauen einer Faser ins Gebäude ein vorgeschobener Invest zwar ist, aber auch die einen wahnsinnigen Mehrwert hat, weil wir einfach ein Längenbandbreitenproblem auf dem Bereich der Kupferanschlussleitung kriegen. Und dann, genau, deswegen tun sich manche mal so schwer. Okay. Machen wir weiter. Hey Jenny, 14, Kirchtellingsfort, fragt, liebes Dr. Sommerteam, kann man von... Ja.
Die war falsch, glaube ich. Die Alice23 aus Galsruh fragt, wann kommt Fiber to the Desktop? Soll ich? Ja, mach. Genau. Zu dem Karlsruhe gehört noch ein E, falls ihr auch mal fragt. Nein. Okay. Fiber to the Desktop, die Frage kam auf. Das ist so ein Wagnis irgendwie am Ende des Tages, wenn zum einen dein Arbeitgeber oder derjenige, der quasi bereit ist, dir eine Faser bis zum Schreibtisch zu legen und ganz wichtig natürlich auch das Device, in das du am Ende des Tages irgendwann mal die Faser einstecken kannst, also dein Rechner, dein Notebook, keine Ahnung, deine Workstation, auch in der Lage ist, quasi optische Interfaces aufzunehmen. Irgendwann hast du trotzdem nochmal irgendwie einen Medienkonverter auf dem Tisch stehen, der halt sagt, irgendwie, ich setze das wieder in Kupfer um, und dann hast du da deinen 1G-Port oder 10G-Port. Es gibt auch USB 3 auf SFP-Adapter auf AliExpress. Das gibt es, genau. Man kann sich auch einen Knopf an die Kniescheibe nehmen, allerdings. Gut, weiter. Karl 35 aus Bingen. Watz hat sich übrigens netterweise die Ortsnamen ausgedacht. Vielen Dank dafür. Ja. Wie schwer ist es in Deutschland, eine Faser über einen Masten zu verlegen? Das ist ein spannendes Thema. Schlussendlich ist es möglich, eine Faser über einen Masten zu legen. Machen auch viele. Bringt halt nur das eine schöne Problem mit sich, dass die Faser dann da ganz schön weit oben bei ganz schön viel Strom ist. Das heißt, du brauchst da erstmal sehr qualifiziertes Personal, das klettern darf, das da irgendwie entsprechende Sicherheitsanweisungen hat und so weiter. Das heißt, deine Kosten, die Faser da überhaupt erstmal hochzubringen, sind entsprechend teuer. Und dann gibt es da so von komischen Dingen, die nennen sich Berufsgenossenschaft und sonst was, gibt es da Regularien, dass du zum Beispiel Arbeiten an Spannungstrassen nur tagsüber machen darfst. Jeder, der irgendwo Internet bezieht und nicht so ganz redundant ist, wird sich sehr freuen, wenn du mir sagst, nee, wir machen jetzt den Fibercut von 6 bis 18 Uhr, weil wir müssen da jetzt auf den Mast hoch und wir dürfen nur tagsüber. Da freut sich jeder riesig. Deswegen ist es möglich, ja, du kannst das machen, brauchst aber eben das Personal dazu, das ist relativ kostenintensiv und es ist betrieblich scheiße, einfach so eine Faser auf so einer Hochspannungstrasse zu haben. Und sie bewegt sich natürlich ganz anders, muss man fairer was dazu sagen. Die hat irgendwie wahrscheinlich eine andere Alterung. Die INBW macht das zum Beispiel in Baden-Württemberg relativ gern, einfach zu sagen, irgendwie, genau. Die bewegt sich, genau, wie ein Fähnchen im Wind. Genau. Und unterliegt auch anderen Temperaturschwankungen. Einfach, genau. Genau. Jo. Gut. Ich glaube, wir haben noch eine. Nee, noch zwei. Eine Seite? Ja. Faser noch Masten haben mehr Patches. Klar, du hast natürlich da auch mehr Patches, weil du eben nicht spleißen willst, damit es schneller geht. Genau. Gut. Horst 35 aus mit weiterfragt, wie schwer ist es in Deutschland? Das hatten wir schon mal. Copy-Paste. Hier kommt nochmal, pass auf. Okay, Sigrun 42 aus Itzehoe. Für uns irgendwie Itzehoe aus diesem Süden von Deutschland ist das total komisch. Bei mir 40 Kilometer weg. Ich war mal ein Jahr für die Stadtwerke Itzehoe tätig. Das ist schön. Gut. Wie viele Bitfehler produziert ein Kabel pro Meter? Interessante Fragestellung. Wer oder was kann das Kabel? Die Bitfehler kommen natürlich nicht von dem Kabel, sondern eben dadurch, dass deine Dämpfung, dein Signal-to-Noise-Ratio oder was auch immer da eben entsprechend doof sind und deswegen kann man diese Frage nicht beantworten, weil das liegt nicht an dem Kabel, sondern an dem Signal, das du da drauf gibst. Ich wollte gerade sagen, man könnte die Frage beantworten, indem man sagt, als Teilantwort, gültige Teilantwort wäre, wenn du das Kabel geputzt hast, dann produziert das keine Fehler. Weniger. Genau. Gut. Fragen aus dem Internet haben wir also auch. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr noch Fragen? Genau. Wenn wir ich brauche ein Mikro. Du hast doch eins. Naja, es ist aus. Ah, jetzt höre ich mich. Wundervoll. Na gut, vielen Dank erstmal für diesen erhellenden Vortrag. So, damit auch nachher auf dem Stream und auf der Aufzeichnung die Fragen von euch drauf sind, komme ich jetzt zu euch und halte euch das Mikro hin. Ich fange einfach mal hier an und arbeite mich nach hinten vor. Johai. Angenommen, ich stehe einfach irgendwo auf einem beliebigen Punkt dieses schönen Landes und würde gerne in irgendeiner Form Glasfaser haben. Wie finde ich raus, wo die nächste Glasfaser ist, an die ich mich potenziell ranspleißen könnte? Und Bonusfrage, vielleicht sogar die, wo ich am wenigsten irgendwie durch teure Straßen oder so durch muss, sondern am besten nur durch irgendein Ackerland, wo man irgendwie was unter der Hand vielleicht mal verabreden kann. Okay. Also, vielleicht fangen wir von hinten an. Über Privatgrund zu bauen, brauchst du natürlich immer die Genehmigung von dem. Das heißt, wenn du da jetzt einfach nur mit dem Bagger über den Acker fährst und hoffst, dass dann nichts passiert, ist das ein Thema. Wie du rausfindest, wie du an ein Fasernetz gehst, ungefähr genau so, dass du eben freundlich bei deinen Provider nachfragst. Es gibt keine komplette öffentliche Karte von allen Providern.
Eine Level 3 hat Teile ihres Netzes zumindest auf ihrer Webseite, eine EU-Networks hat eine ganz coole Map mit so Google Street View, Google Maps. Die ist ziemlich detailliert sogar. Ja. Aber am Ende vom Tag kommst du nicht drum rum, bei dem Provider nachzufragen. Was du mal bei allen. Was du ab und zu tun kannst, durch jede Gemarkung, Gemeinde oder wie auch immer, ist ja quasi mal irgendwann eine Trasse hoffentlich genehmigt worden, als sie gebaut wurde. Wenn du jetzt in einer ländlichen Gemeinde wohnst oder irgendwas und gehst mal zum Bürgervorstand, irgendwie Bürgermeister oder sonst irgendwas, die wissen typischerweise, wer da mal irgendwie was gegraben hat. Wenn du denn mal einen Schacht auf der Straße findest, ab und zu mal irgendwie, also wenn man so über eine Straße läuft, blickt vom Handy weg, wenn man nach unten guckt, mal auf den Schachtdeckel gucken, hilft auch manchmal schon. Ja, siehst du meistens da irgendwie Cold, Gasline, sonst was draufsteht. Was man da vielleicht auch noch zu sagen muss, was auch recht einfach geht, ist, wenn du irgendwie eine Baumaßnahme hast, dann funktioniert das nämlich generell so, ist vielleicht auch mal spannend zu hören. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier buddeln, ja, dann schreibe ich eine E-Mail an alle der Stadt bekannten Leute, die da irgendwann schon mal was gebaut haben und sage, ich buddel jetzt hier, wer hat da was? Und meistens kommen da interessante Geschichten bei raus. Aber ihr müsst euch allein mal dessen bewusst werden, was das für ein perverser Prozess ist. Ich frage nach, was da im Boden liegt bei irgendwelchen Leuten, die zufällig auf diesem E-Mail-Verteiler sind. Schwierig. Keine Frage, das ist aus, oder? Hallo? Probieren wir es trotzdem. Keine Frage, eine Anmerkung zu Fiber to the Desktop. Die Idee ist nicht so richtig neu. Die Idee ist eher total alt. Das gab es vor, ich schätze mal, 20 Jahren oder so schon mal. Als ich mal in einem Gericht war, um eine Erbschaft auszuschlagen, leider kein Witz, sah ich, dass da Glas aus der Wand kommt. Das ging in eine Netzwerkkarte des Workstation unter den Rechner und von dieser Netzwerkkarte ging ein Kupferkabel auf die Onboard-Netzwerkkarte. Mhm. So viel zum Thema Fiber on the Desktop. Genau. Das gab es in der Tat. Auch wir haben vorhin tatsächlich irgendwie Patchkabel, die wir nicht mehr kennen oder irgendwas nicht mehr aufgerollt. Du hast vollkommen recht. Aber so dieser Massenmarkt, der sich, also der bandbreitenanfordernde Massenmarkt, der ist heute da. Wir sprachen damals über 10-20 Megabit für. Genau. Das ist halt auch die Frage, ob du wirklich jemals 10G an deinem, also jemals ist jetzt dumm formuliert, aber ob du in den nächsten 5 Jahren wirklich mal sinnvoll 10G an deinem Desktop sinnvoll auslassen könntest. Ja, ich konnte das beim Vortrag nicht wirklich sehen. Ich habe das Gefühl, es gibt kein Problem Hardware-seits für einen so niedrigen Upload, wie ich ihn daheim vom Internetprovider kriege. Ist das lediglich, weil die sagen, das lohnt sich nicht, oder gibt es dazwischen irgendwie Schaltprobleme, weshalb man sagt, wir können nicht auch jedem ein halbes Mbit oder ein halbes Gigabyte irgendwann upload-technisch zu verstehen. Also auf Peering Transit. Nee, es ist rein abhängig von dem Provider, wo der seine Bandbreiten und sonst was einkauft. Das ist wesentlich weiter jetzt hier als der Talk. Technisch gibt es da auf Kupfer bestimmt irgendwelche Limitierungen. Keine Ahnung, Kupfer ist, wie auch vorhin schon gesagt, JBX und andere Geschichten Legacy. Aber auf Glasfaser gibt es keinen Grund, warum du nur 16 Megabit down, aber nur 1 Megabit up hast oder sowas. Also wir bewegen uns auf einer Faser im Terabit-Bereich, die theoretisch übertragbar wäre. Genau. Mit genug Geld. Ja. Wenn ich mich jetzt mal zu so einer Trasse gebuddelt habe, muss dann die komplette Faser aufgeschnitten werden, also alle einzelnen Fasern, oder um mich daran zu speisen, oder werden dann einzelne Fasern aufgeschnitten? Schönes Thema für den nächsten Talk. Wer ist nächstes Jahr da? Finde ich gut, ich auch. Also normalerweise ist es so, dass du, wenn du heute ein Kabel hast, irgendwie ist das in sogenannte Bündeladern aufgeteilt, also die haben eine logische Zählweise. Wenn du ein Kabel hast mit 144 Fasern, dann lässt sich 144 relativ gut auf 12 teilen. Oft haben die Kabel 12 mal 12, also 12 Bündel A12 Fasern oder 6 Bündel A24 Fasern, das macht es ein bisschen dünner. Und damit kannst du über ein sogenanntes Einzelfasermanagement dann tatsächlich hingehen und sagen, ich hole ein einzelnes Faserpaar aus diesem Kabel raus. Das kommt aber eigentlich immer darauf an, wie es der, der es gebaut hat, im Endeffekt damals vorbereitet hat auf genau diesen Use Case. Ja, natürlich musst du an eine vorhandene Muffe ran. Aber du kannst auch ein Kabel, das in Betrieb ist, mit dem entsprechenden Werkzeug aufschneiden und da eine Du kannst Bündel es anschneiden, mit einer gewissen Gänge verziehen und dann in die Muffe einbringen und dann tatsächlich auch nur die Faser rausholen. Einzelfasermanagement. Geht ganz gut. Ja. Wie kann ich denn effizient feststellen, in welchem Bereich meine Faser gefused ist? Wenn deine Faser gefused ist, dann geht da eh kein Licht mehr durch. Und dann schneidest du halt einfach ab, spleist an, machst eine TDR-Messung und arbeitest dich so Stück für Stück vor. So würde ich es jedenfalls machen. Oder du sagst halt irgendwie ab einem definierten Punkt, wenn du halt eine Hausanführung hast, oft hast du eine Muffe noch vor dem Haus, sagst du halt irgendwie, trenn das Kabel da, abziehen, neues Kabel rein, irgendwie 50 Meter oder irgendwas und dann bist du auf einer ziemlich sicheren Seite. Oder du wechselst einfach eh schon auf ein weiteres Bündel, weil es einfach eh keinen Spaß mehr macht. Ihr habt vorhin mal kurz die Alterung von Fasern erwähnt. Ist das heute noch ein Problem, wenn ich ein Budget berechne? Wenn du ein was? Wenn du ein Budget... Ein Budget für eine Leitung, wenn ich das nachrechne. Dann habe ich auch die Alterung der Faser. Also nach 5 Jahren lässt die ein bisschen nach, wird trübe.
Ist also heute noch ein Problem? Wir kennen das Thema. Wir haben relativ viele Zehntausende Faserkilometer im Netz. Wir haben Faseralterungen mitgemacht, die aber eigentlich eher aus Produktionsschwächen kommen, die sich heute zeigen. Also ganz klassisch, irgendwie, das ist halt ein Material. Du hast dieses, das Coating, das Cladding und die einzelne Faser. Und die sind halt gegeneinander aufgebracht. Und du hast natürlich wie bei jedem Prozess, wenn du heute irgendwie, keine Ahnung, ein Auto kaufst und der geht halt irgendwie nach 3 Jahren der Lack ab außen, irgendwie kann dir das genauso passieren. Das ist halt eine Alterung des Lacks. Und das kann dir auch bei einer Faser passieren. Und du kannst es nicht vorhersagen, aber es gibt heute meines Erachtens keine gesicherten Erkenntnisse, nach denen man sagt, du musst nach 20 Jahren das Kabel rausschmeißen, weil es einfach Grütze ist. Was du auf jeden Fall aber tun kannst, wenn du dein Budget berechnest, ist das einfach schon mal dafür einplanen, dass du 2-3 dB Luft hast. Weil irgendwie, selbst wenn die Phase jetzt nicht altert, wird irgendein Idiot kommen, das Patchkabel irgendwie biegen oder sonst irgendwas. Ja, wir haben es da draußen, vorm Nock, liegt so eine schöne Holzplatte auf so einer Glasfaser. Ich habe da mal 3 dB draufgeschrieben. Ich glaube, da sind eher so die äußeren Einwirkungen das Problem. Genau. Nennt sich Fiber Margin. Also wir rechnen das auch ein bei unseren Netzen, dass wir einfach sagen, wir haben halt ein gewisses Dämpfungsbudget, was ich mir vorher schon mit einplane, um quasi so Eventualitäten mit einzubeziehen. Da vorne hat irgendwie jemand mit einem roten T-Shirt einen extrem langen Arm oder einen schweren Arm. Du meldest es schon die ganze Zeit. Ich komme auch gleich sofort nach vorne. Ich mache noch gerade hier. Ach, du bist da hinten? Okay, alles gut, wir haben dich nicht mehr gesehen. Hi, aus dem Publikum. Hi. Moment, ich gebe mal weiter. Jo, ihr hattet gerade hier diese Sache mit den Masten. Ich gehe mal davon, das hat sich so angehört, als es handelt sich um Hochspannungsmasten, die da geredet wurde. Wie sieht es aus mit so normalen Masten, an denen nur Telefonleitungen hängen? Gibt es da irgendwelche technischen Einwände gegen die auf Glasfaser umzurüsten und wie sehen da die Kosten aus? Soll ich kurz erzählen? Ja, mach. Ja. Ich habe in meinem früheren Leben, vor 20 Jahren oder so mal, keine Ahnung, Kabelfernsehnetze gebaut in so kleinen Gemeinden in Rheinhessen. Und da war immer so das Thema, ja, Baukostenzuschuss für die Gemeinde, Neubaugebiet, die wollen immer alles haben, ein Telefon und ein Kabelfernsehen und so weiter. Dann haben wir gesagt, wenn ihr den Baukostenzuschuss nicht bezahlen wollt, dann stellen wir euch Holzmasten in den Ort. Dann haben die gesagt, oh, das sieht ja ganz furchtbar aus irgendwie. Also du kannst, prinzipiell kannst du ein Kabel an einen Holzmast hängen. Du kannst es quasi abspannen, also quasi dieses Gewicht, was das Kabel hat. Du unterliegst ungefähr den gleichen Einflüssen, die du auch hast, wie du es auf dem Hochspannungsmast hast. Das heißt, es hängt halt irgendwie frei, das ist irgendwie physikalischen Beeinflussungen ausgesetzt. Ich bin heutzutage immer noch überzeugt davon, wenn du ein Weitverkehrsnetz baust, was eine gewisse Qualität, einen Sicherheitsaspekt haben sollte, wirst du immer versuchen, es quasi in die Erde zu bringen, weil die Gefahr des gewollten Impacts natürlich wesentlich geringer ist, als es an einem Holzmast hast. Und ganz klassisch, irgendwie, wenn der halt einen Baum irgendwie auf so einen Holzmast fällt, auf so einen Mast fällt oder irgendwas, kannst du mal versuchen, einem Baum eine Rechnung zu schreiben. Ist immer blöd. Aber also rein technisch ist das natürlich kein Thema. Ihr seht es auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade A8 von Stuttgart nach München fahrt, da buddeln sie ewig. Die Trassen sind alle entlang der Autobahn gelegt. Jetzt machen sie da irgendwie, glaube ich, eine Spurverbreiterung oder sowas. Und man sieht richtig schön nebenan, neben der Autobahn läuft komplett immer so Holzpferde und daran ist dann im Endeffekt die Faser oder die ganzen Fasertrassen da aufgespannt. Es gibt auch genug Länder, irgendwie, in denen ganz klassisch irgendwie halt kein Tiefbau gemacht wird, wo man einfach sagt, es ist halt einfacher, irgendwie einen Waldverkehr zu bauen, den man halt irgendwie alle 20 Meter einen Holzmast stellt. Ein Holzmast kostet irgendwie 7 €. Also die kosten nichts, die Dinger. In China und Indien ist es auch komplett üblich. Da siehst du sogar Muffen, die einfach so in so einem Ring an einem Holzmast hängen. Aber ne, das ist halt, da kann jeder Depp ran und auch jeder Baum. Genau. Die 100 € pro Meter, die ihr genannt habt als Faustregel, unterscheidet sich das, ob man jetzt in der Stadt irgendwo durch will oder übers Land? Also ich würde es vermuten, aber was ist da so der Faktor? Also du kannst davon ausgehen, dass wenn du heute irgendwie natürlich auf der grünen Wiese bist und hast einen Feldweg und pflügst da einmal durch, dann wirst du einen komplett anderen Preis erreichen, weil die Maschine, die du ansetzt und die fährt am Tag quasi so einen Kabelflug, der macht halt irgendwie 6 bis 8 Kilometer. Das Verfahren ist wesentlich günstiger, du hast keine Oberflächen großartig, die du wiederherstellen musst, während du zum Beispiel, wenn du in Hamburg bist, ich habe in Hamburg gerade viel gebaut, ein bisschen in der Innenstadt am Jungfernstieg und da kannst du halt mit dem goldenen Teelöffel irgendwie bauen. Da kostet halt so eine Trasse irgendwann 300 € pro Meter, wenn du sie genehmigt kriegst, wohlgemerkt. Aber selbst dann kann dir irgendjemand vorbeikommen, der komplett den Spaß versauen. Wir haben beide zusammen für ein Rechenzentrum von uns, glaube ich, 4 Kilometer in beide Himmelsrichtungen gebaut. Hätte alles ganz gut und im Budget funktioniert, wäre dann nicht irgendwie die Stadt gekommen und gesagt, 36 Mal Bombensondierung, weil das war halt Zweites Weltkriegsgebiet und dann ist der Spaß auch vorbei und damit kannst du nicht planen. Ja? Deswegen haben wir gesagt, das ist ein ganz guter Kennwert, den wir haben, weil wenn wir heute eine Trasse planen und sagen, die ist von mir aus 100 Kilometer lang,
dann kann es da gut gehen. Du hast aber noch irgendwie 3 Kilometer durch eine Stadt und deswegen nimmst du einfach irgendeine Kenngröße an, weil du musst dir auch irgendein Budget anstellen. Was kostet mich die Trasse? Genau. Deswegen einfach mal so ganz grob als Kenngröße. Bei dem Microtransing, das ist ja ganz neu, das wird ja in den Asphalt reingelegt. Wie haltbar ist denn das eigentlich? Microtransing ist so, dass du typischerweise irgendwie eigentlich die... Weiß jeder, was Microtransing ist? Microtransing ist heute ein Verfahren, in dem er hingeht. Das sieht aus wie eine große Kreissäge, die hängt irgendwie an einem LKW dran. Die fräst einmal die Straße auf, relativ schmaler Graben. Dann stellt man so einen Speedpipe-Verband rein. Kleine dünne Röhrchen. Kleine dünne Röhrchen, das sind so irgendwie meistens flache Verbünde. Stellt die rein, gießt die mit einem Zement wieder aus, macht die Straße oben wieder zu und die Welt ist gut. Die Gegenfrage kann man stellen, solange du ein Rohr irgendwo verlegst und das Rohr ist quasi chemisch und insofern, ich bin kein Chemiker, also muss man fairerweise auch dazu sagen, hat quasi die Beständigkeit quasi gegenüber dem zu verbauenden Material, also wenn du das in den Boden eingräbst, sauren Boden und keine Ahnung, was es da auch immer gibt, gibt es Materialversuche und diese Beständigkeit muss einfach gegeben sein. Und da gibt es eigentlich keine Begrenzung von der Haltbarkeit. Gerade im Kunststoffbereich eigentlich weniger, denn zum Beispiel wir hatten in Hamburg gerade wieder einen tollen Wasserrohrbruch am Wochenende. Ist abhängig von äußeren Einflüssen und natürlich auch einfach von dem Material, das da verwendet wird, was da für eine Magie hintergemacht wird. Das ist Kunststoff. PE. Ich habe noch eine Anmerkung zu einer Frage von vorhin, wenn du auf der Wiese stehst und dann da Fiber herkriegst. Ich habe jetzt auf einer Wiese gebaut und 200 Meter neben mir läuft auch eine Fiber. Ich habe schon überlegt, ob ich es wie ein Unfall aussehen lasse und dann, wenn sie es flicken, dann liegt zufälligerweise meine Fiber auch da. das klappt so nicht. Erstens, auf den Fibern liegt kein TCP/IP in der Regel, da fällt nichts direkt raus. Die machen kein DHCP, ne? Nein, die machen kein... Nein. Genau, die machen... Es ist ein Ablauf für kein DHCP drauf. Ja, das heißt, du brauchst erst wieder diese hübschen CDDM oder was auch immer, entsprechenden Multiplexer, damit du da teilweise auf von Hand in den Fiber noch was draufkriegst. Genau. Und dann musst du dich mit den anderen Telcos streiten. Und das Zeugs kostet auch noch ein bisschen Geld. Also nein, lass es. Ja, ich habe dich gerade entdeckt. Du sitzt nämlich im vollkommenen Dunkeln hier. Genau. In der Tat ist es so, dass wenn du, ich habe das vorhin versucht zu beschreiben, also so ein Stück Rohr ist noch kein Telekommunikationsnetz. Das heißt, du brauchst dir ein anderes Ende, was mit dir kommuniziert. Das heißt, du musst entweder in eine Verhandlung treten mit einem Provider, der halt sagt, ja, ich bin willens, während eines Kabelschadens, während der nette Herr, der 200 Meter neben meiner Trasse gegen ein Patchkabel hingeschmissen hat oder irgendwie ein Kabel, speist mir das während meines Inzidenz noch zusammen und sagt dann, ich nehme noch einen Dienst von dir. Dann irgendwann spricht sie mal DHCP, in der Tat. Genau, also nein. Genau. Das ist illegal. Ja, jetzt so mal unabhängig von... Bau doch nicht so wild in der Gegend, ey. Unabhängig von Watts komischen Freizeitbeschäftigungen, wenn sich die Faser einbrennt, so irgendwie einen Kilometer vom Ende, wegen Dreck oder was auch immer, ist es möglich, das auf ein OTDR zu sehen? Ja, klar. Also müsste man theoretisch nicht wild abschneiden. Nee. Dann ist auch Licht aus, wenn du es machst. Also, ist ja eh Licht aus. Aber es ging ja darum, ob man den Bereich, den man abschneiden muss, den man buddeln muss und ersetzen muss, ob man den auf ein OTDR messen kann. Danke. Ja. Du kannst ja einen defekter Faser sehen. Du hast ja bei so einer OTDR-Messung eigentlich eine Vorgaufaser halt mit dran. Irgendwie damit hast du so einen Puffbereich, je nachdem von wo du misst. Ich habe es vorhin versucht zu beschreiben, je nachdem was du für eine Länge hast, sagst du halt, entweder tausche ich halt ein Stück Kabel aus, was zu der nächsten Muffe geht, oder sag halt, ich schneide an einem definierten Punkt, muss dann aber natürlich ein neues Verbindungselement einfügen, irgendeine Wandbox, irgendeine Speisbox, irgendeine Muffe oder sonst irgendwas. Aber ja, messtechnisch ist das erfassbarer. Also vielleicht auch nochmal, ne? Dieser Fiberfuse, das ist ein Effekt und er sieht total geil aus auf diesem GIF, aber das passiert nicht so häufig. Also wir hatten bisher in 20 Jahren einen. Wir haben irgendwie mehrere 10.000 Kilometer Fasern, oder es dürften fast so eine 6-stellige Zahl an Kilometern an Fasern sein. Bisher hatten wir einen. Aber jeden Morgen steht einer auf. Denkt dran. So, wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Frage. Die kommt von hier hinten. Hi. Ich hätte mal eine Frage zu den in den neuen Bundesländern vorhandenen Opalnetzen. Ist das Sondermüll? Muss man das rausziehen? Kann man das noch irgendwie sinnvoll verwenden? Ja, nein. Es kommt darauf an.
und viel geeicht. Die Opalnetze sind nach der Wende ja gebaut worden, indem er gesagt hat, irgendwie es gab keine sinnvolle Kupferinfrastruktur. Man musste aber quasi irgendwie neue Dienste oder auch Bandbreiten im Sinne von irgendwie Telefonieskalierungen bringen. Das ist so das Thema, man hat irgendwie ISDN gebracht, man hat irgendwie PCM-Dienste gebracht, also hat irgendwie Kupfergaltungen aufskaliert dann am Ende des Tages. Die Fasern selbst sind möglicherweise dafür geeignet, ja. Aber die Struktur der Netze entspricht nicht dem, was man heute eigentlich in so einem Access-Netz oder in einem Weitverkehrsnetz hat. Und deswegen sagt man, manchmal ist es heute hilfreicher, quasi so eine Struktur zu entflechten, indem man sie zurückbaut oder quasi aufgibt und dann neu baut und dann gleichzeitig noch so ein Access draufbaut. Also manchmal ist es einfacher, neu zu bauen. Irgendwie, das ist so das Thema, wenn da halt irgendwie eine Hütte abbrennt, ist es manchmal hilfreicher, wenn du sie quasi abreißt, statt... Genau. Gut. Mit abgebrannten Hütten können wir uns ja auch. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, oder? Ja, aber wir haben jetzt hier musikalische Untermalung. Ja, schön. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, also wie gesagt, wir haben ziemlich viel rausgelassen, da gibt es noch unglaublich viel mehr. Wir halten auch gerne noch mal Vorträge drüber. Wer sich aber mehr und detaillierter mit dem Kram beschäftigen möchte, möge sich diesen Link da unten zugute führen. Wir stellen die Slides nachher online, folgt uns einfach auf Twitter. Ist zwar in Englisch, aber unglaublich gehaltvoll, was den Inhalt angeht. Und ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt, kommt gerne auf uns zu. Solange wir dumme Witze machen dürfen, kommen wir wieder. Genau. In diesem Sinne, schönen Abend. Ja, vielen Dank. Großen Applaus.